Für Kevin Thomas ist die erste Saison bereits beendet. Die Colts nahmen den Cornerback in der dritten Runde der Draft auf. Beim Training am vorletzten Sonntag, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, verletzte er sich am Knie. Die Colts gaben zwar keine Details bekannt, sagten aber, dass er operiert werden müsse und die Saison für ihn bereits beendet sei. Die Secondary der Colts ist schon seit Jahren verletzungsgeplagt und Thomas fügt sich sofort passend ein. Jetzt weiß man auch, wie es Brian Cushing geschafft hat, der beste defensive Rookie der letzten Saison zu werden. Der Defensive Rookie des Jahres 2009 ist von der NFL positiv auf verbotene Substanzen getestet worden. Der Linebacker der Texans wird deshalb für die ersten vier Spiele der nächsten Saison gesperrt. Am Trainingslager und den Vorbereitungsspielen darf er teilnehmen. Schon vor der Draft gab es viele Gerüchte darum, dass Cushing auf dem College Steroide genommen habe. Die Houston Texans ließen sich davon nicht beirren und beriefen ihn an 15. Stelle in der Draft ein. Bei ihren Vorbereitungen zur Draft hätten sie keine Auffälligkeiten bei Cushing festgestellt. Schon als Spieler bei USC wäre er getestet worden und das mehrmals und immer negativ. Deshalb versteht er nicht, wie der Test der NFL auf einmal positiv ausfallen konnte. Brian Cushing hat Widerspruch gegen seine Suspendierung eingelegt. Ganz ruhig nahm Sean Payton die Fragen der Reporter nach den angeblichen Arzneimitteldiebstählen der Saints entgegen. Er begrüße das Interesse an dieser Angelegenheit, sagte er. Doch Antworten auf die Fragen gab der Headcoach der Saints nicht. Zu einem schwebenden Verfahren wolle er sich nicht äußern. Mit der Zeit werde sich die Wahrheit in der Sache herausstellen und so lange müsse man halt warten. Der Club versucht sich auf den Football zu konzentrieren und den ersten Super Bowl-Sieg in seiner Geschichte zu genießen. Da kam die Anzeige ihres ehemaligen Sicherheitsberaters zu einer Unzeit. Der behauptet, die Saints hätten im großen Stil schmerzstillende Mittel gestohlen. Die Sache liegt vor Gericht und wird demnächst behandelt. Ein riesiger Markt liegt dort und die NFL will ihn erobern. Es geht um den Markt hinter der großen Mauer, den chinesischen Markt. Ein Mann könnte helfen, die Milliarden, die dort liegen, einzusammeln. Ed Wang. Wang ist der erste Chinese, der über die Draft in die NFL kam. Die Buffalo Bills holten den Offensive Tackle in der fünften Runde ins Team. Mit 1,83 Meter und 136 Kilogramm ist er ein Riese unter den Chinesen. Die Erklärung dazu findet man bei seinen Eltern. Beide waren chinesische Olympiateilnehmer. Der Vater ist 1,80 Meter groß und war Hochspringer, die Mutter war Hürdenläuferin. Natürlich sollte man Wang, was den Gebrauch verbotener Aufbaumittel angeht, besonders im Auge haben, aber zunächst muss er den Sprung in den ständigen Kader ja erstmal schaffen. Da zeigen sich die Trainer der Bills allerdings sehr optimistisch. Sie loben ihren Chinesen über alle Maßen. Was die mediale Aufmerksamkeit angeht, so zeigt sich China an seinem Footballspieler schon sehr interessiert. Seit er einberufen wurde, sind 300 Artikel über ihn erschienen. Es geht, wie gesagt, um einen riesigen Markt. 28,3 Millionen Chinesen sahen den letzten Super Bowl und auch die Saisonspiele werden regelmäßig übertragen. Da wäre ein lokaler Held eine sichere Bank. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.